Moin Freunde, ich bin's wieder, der Erik von Nature Diary und heute bin ich wieder auf dem Fledermaushügel. Und hier war ja beim letzten Video sehr viel Müll. Und ich habe mir heute eine Mülltüte mitgenommen und ich habe ja gesagt, ich komme nochmal her und sammle den Müll auf. Und dabei hilft mir heute mein Vater. Der ist schon fleißig dabei. Und wir befreien jetzt diesen Hügel hier mal von dem Müll. Schaut euch das an, was alles hier rumliegt. Mülltonne müsste hierher am besten. Aber dann kümmert sich keiner drum, um die zu lernen. Ne? Nee. Sieht doch schon mal gut aus. Ich guck mal hier hinten noch. Da ist noch ein bisschen Plastikzeugs. So, das ist noch Silberfolie. Silberfolie? Dann ist da noch Silber. Ach, ja. Das heben wir auch gleich noch auf. Auf dem Glaszeug, ey. Da drüben ist noch Glas, das hole ich noch. Ein Haufen. Glas beseitigt. Noch eine Bierdecke. So. Puh. Nee. So. Also, wir haben jetzt
echt viel aufgeräumt. Hier schaut es viel besser aus als vorher. Ein paar Glasscherben liegen noch rum, aber das kriegt man nicht alles aufgehoben. Die sind so klein und fein, die kriegen wir wirklich nicht alle aufgehoben. Da muss man mit einem Sieb arbeiten fast schon. Aber hier ist so gut wie kein Plastikmüll mehr. Sieht wieder gut aus. So. Und ich hoffe, das bleibt auch so. Das war ganz schön anstrengend. Und ja, wenn ihr feiern wollt im Wald, kann ich verstehen. Das macht Spaß. Aber bitte, bitte nehmt euren Müll wieder mit. Das ist nicht schwer. Vorher war es schwerer, bevor ihr das in den Wald reingetragen habt. Danach ist es leichter. Okay, alles klar. Dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Abonnieren nicht vergessen. Und die Aktion kann doch wirklich mal geliked werden. Also dann, wir sehen uns.